Was ist ausgezehrtes Holz? Sollten Sie einmal in Verbindung mit Destillaten bzw. mit Spiritosen das Wort ausgezehrtes Holz gehört haben, so ist das einfach erklärbar. Ausgezehrt ist eben, wenn kein Geschmack mehr abgegeben wird, und Holz ist eben damit gemeint, das Holzfass bzw. die Holzfässer. Kommt folgendermaßen zustande: Wird ein Holzfass zu lange bzw. zu oft genutzt, dass keine Aromatik mehr abgegeben wird, dann kann es vorkommen, dass diese grünen, ausgezehrten Töne dann auch im Destillat sind. Es kann auch vorkommen, dass ein Fass oder beziehungsweise eine Fasslagerung nicht so lange geschehen ist. Dadurch wird auch nicht genügend Aromastoff vom Fass abgegeben und diese grünen Töne dominieren immer noch. Perfekt ist es, wenn ein frisches, aromatisches Fass mit einem perfekten Inhalt, mit einem extraktreichen Inhalt verwendet wird, dann wird es nie dazu kommen, dass das Vokabel ausgezehrtes Holz verwendet wird. Wichtig: Ausgezehrt ist immer grün, kräutrig, Richtung Nil. Als Amuse-Gueux servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.